Einen recht herzlich schönen, guten Tag zu der Ellerbach Stories. Warte, ich glaube, der Dose muss gerade noch seine Pampers wechseln. Wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal. Einen recht herzlich schönen, guten Tag hier, Ellerbach Stories. Ist ja schon wieder 17 Uhr. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. So, warum starten wir heute in so einem komischen Puff? Ich musste ganz kurze Erklärung abgeben, aber als erstes darf auch der Dose mal gerade reden. Ja, von mir aus auch herzlich willkommen zurück. Meine Dosen sind alle schon gebunkert. Deswegen tut es mir auch schrecklich leid, dass es weder im Lidl noch im Netto oder sonstiges keine Dosen mehr gibt. Was machst du mit dem ganzen Toilettenpapier? Das tue ich essen, falls es meine Dosen mal auf sind, weil wir haben ja diesen Virusinfekt und ich bin sowas von viruskrank. Du, ich habe so 20 Millionen Virus hier in mir. Warte, ich hole gleich mal eine Spritze und dann geht es dir heute auch besser. Ja, genau. Ich hatte in den Kommentaren drinne stehen, dass wir den Herrn Temming nicht richtig verdoktert haben. Und ja, deshalb stehen wir hier in den Raum. Mir ist beim letzten Mal voll entgangen, dass wir diesen Patientenraum hier haben. Und natürlich, ab jetzt werden wir da auf jeden Fall dran denken, diesen Patientenraum auch zu nutzen. So, zu unserer Zu diesem Geschichte Kommentar heute. mit meinem Gustav, zu diesem Kommentar möchte ich auch kurz was sagen. Es war nicht Gustav Beule, der Kollege von mir, der den Termin falsch behandelt hat. Es tut mir leid, das war nur die Dose. Ich hätte vielleicht nicht die linke Arschbacke nehmen, sondern vielleicht die rechte Arschbacke und dann hätten wir es vielleicht auch erledigen können. Gut, Dieter, ich würde sagen, wir gehen nach draußen und ich habe, ja, möchtest du sagen, was wir heute machen? Nein, ich habe heute Stimmbruch. Ich habe zu viel Flüssigkeit in mir, weiße Flüssigkeit zu mir Okay, genommen. folgen Sie mir erstmal unauffällig. So, also zu dem, was wir heute machen möchten. Also ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Wir möchten heute einen Hof kontrollieren. Und zwar den Maschinenring. Denn es ist nicht so ganz koscher, was dort abgeht, haben wir gehört, und deshalb würden wir ganz gerne den Maschinenring heute kontrollieren. Ich überlasse auch heute dem Dieter das Fahren. Somit würde ich ganz einfach sagen, habt Spaß und ja, wir können loslegen. Dieter! Gustav, ja, warte mal, Gustav, möchtest du nicht zu mir vorne sitzen? Ich mag das nicht, wenn du hinsiehst. Siehst du, als wenn du ein Schwerverbrecher bist. Bist du Nein, mein ich möchte Kollege? hinten sitzen bleiben. Ich bleibe auch besser hinter dir, weil wenn du nämlich nicht fahren kannst. Aber Dieter, ich habe mir da noch was überlegt. Es ist ja so rum, dass wir nicht beides fahren können. Wir können nicht RTW fahren, wir können nicht Feuerwehr fahren und dann auch noch Polizeiauto. Als Polizist sollte man eigentlich immer zu zweit sein in einem Fahrzeug. Richtig? Das ist korrekt, das ist wie im richtigen Leben auch. Da hast du ja nicht einen Bullen, da hast du gleich zwei und beide wollen ja sofort am Hintern gehen. Richtig. Deshalb möchte ich eigentlich ganz gerne unseren Herrn Ellmann bitten, dass er wahrscheinlich vielleicht ein anderes Fahrzeug fährt. Was hältst du denn davon, wenn wir den mal kontaktieren und fragen, ob er nicht umsteigen möchte und eventuell RTW oder ein Feuerwehrfahrzeug fahren möchte? Das ist eine gute Idee, weil ich glaube, ich habe heute wieder gesoffen, deswegen fahre ich den Streifenwagen ganz komisch heute. Das ist ja nichts Neues. Seit wann fährst du mal nüchtern? Gut, das würde heißen, ich werde mal gerade so nebenbei mit dem Herrn Ellmann telefonieren, ja? Ja, mach das mal. Bis dahin habe ich dann auch gefunden, den Hof. Jo, bis gleich. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, Ellmann, guten Tag. Grüß Gott, Herr Ellmann. Wir sind gerade unterwegs. Also, wenn ich gerade so ein bisschen quietsche, wundern Sie sich nicht. Der Herr Dose fährt gerade. Herr Ellmann, ich habe ein Anliegen an Sie. Ja. Ich hätte eine Anfrage, ob Sie nicht Interesse haben, ein Feuerwehrfahrzeug oder einen RTW oder Notarztwagen zu fahren. Weil wir als Polizisten haben da so eine klitzekleine Herausforderung, dass wir eben halt nicht zwei Fahrzeuge auf einmal fahren können. Und Polizisten sollten immer zu zweit unterwegs sein.
Deshalb meine Frage, ob das nicht in Ihrem Machbaren wäre. Ich denke mal, Sie haben ja alle Führerscheine, wenn Sie schon Oldtimer und so weiter besitzen. Ja, ich hatte mich ja neulich beim Bürgermeister schon gemeldet wegen der Feuerwehr. Aber wenn Sie sagen, dass Sie für einen Krankenwagen jemand brauchen, das würde ich sogar noch lieber machen, weil ich war nämlich, bevor ich hier in die Landwirtschaft eingestiegen bin, als Krankenpfleger unterwegs. Das heißt, ich habe auch Ersthelferausbildung Ja. und da würde sich das ja, denke ich mal, sogar eher anbieten. Genau. Also da würde ich nämlich ganz einfach sagen, wenn das für Sie in Ordnung ist, dann wären Sie jetzt nämlich der RTW-Fahrer, ja, Ja. oder Krankentransportfahrer. Das können Sie sich dann eben halt ausruhen. Kommt immer ganz darauf an, wie schwer der Unfall ist. Und das heißt, Sie würden von uns einen Pieper bekommen. Wir würden irgendwie nachher bei Ihnen vorbeikommen und Ihnen den überreichen. Ja. Und dann würden Sie diesen Job eben halt einfach übernehmen. Okay, das mache ich doch sehr gerne hier für die Stadt. Okay, das heißt, ich werde oder wir werden nachher uns auf den Weg machen zu Ihnen und dann werden wir Ihnen Pieper übergeben, ja? Ja, okay. Ich Okay. bin auf meinen Feldern direkt am Hof hier. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid, ne? Bis später. Jo, bis später. Tschüss. Tschüss. Channel switched. So, Oh. Mario. Dieter? Dieter! Ah, ja. Liebe Zuschauer, man sollte natürlich dann auch die Tastenkombination drücken, um zu sprechen. Ich habe schon 20 Mal nach dir gerufen, aber du hörst ja nichts. So, jetzt, wir sind schon da, sehe ich gerade. Ja, aber hier ist noch keiner. Ja, das heißt, wir werden dort jemanden anrufen. Das kannst du dann gleich mal ganz kurz übernehmen. Ich steig mal aus, halt mal bitte an. So, dann heißt, wir werden uns hier mal umschauen. Dieter? So, ja, lassen Sie den Wagen jetzt mal hier so stehen. Bist du mal gerade hier? Irgendwo dürfte auch hier eine Rufnummer stehen, dass man irgendjemanden erreicht. Willst du den mal gerade anrufen? Ja, das ist der. Ach, hast du gerade die Nummer und den Namen? Warte mal. Müssen wir mal gerade den Bürgermeister anrufen, wem dieser Hof hier gehört? Ah, guck mal, hier vorne ist einer. Komm mal mit. Hast du einen gefunden, ja? Ja, hier vorne fährt einer. So, dann folge mir mal unauffällig. Kleiner Augenblick. Channel switched. Grüß Gott, Herr Kaigold. Hello, hat ihr? User joined your channel. Grüß Gott, erstmal. Können Sie mal bitte den Motor ausmachen? Boah, ich muss schaffen. Machen Sie mal bitte den Motor aus. Wieso geht's länger? Machen Sie mal bitte den Motor aus. Ja. So, sind Sie der Leiter von diesem Hof hier? Ja. Okay, sind Sie hier alleine arbeitend? Also soll jetzt ja heißen. Neu. Nein. Dann holen Sie mal bitte jemanden, der hier noch arbeitet. Der ist auf dem Feld, der kann jetzt nicht herkommen. Der soll Ja. auch mal bitte hier herkommen. Da läuft er ja halbe Ewigkeit. Dann soll er mit dem Fahrzeug herkommen. Ja, der kann doch jetzt nicht den Häcksler vom Feld runterholen. Übrigens, Herr Max, ich bin der Hauptkommissar Dose. Sie müssen jetzt hier gar nicht diskutieren. Und nehmen Sie mal Ihr Taschentuch aus dem Mund. Das hört sich so ganz komisch an. Ich habe auch den Eindruck, Sie sind erkältet oder so. Rufen Sie den jetzt an. Und dann soll er jetzt hierher kommen. Und wenn nicht, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Dann müssen wir das Gesundheitsamt anrufen. Wenn er natürlich den Virus hat, dann müssen wir uns Bescheid sagen, weil wir haben alle ein Hatte Virus ein in uns. Virus. Ja, dann rufen Sie den noch an. Dann soll er mal Das ist herkommen. der Bürgermeister, wurscht. Der muss jetzt selber rufen, wo der ist. Oh Gott, da war der Bürgermeister, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Und nicht, dass er auch noch krank ist. Hör auf. Hinterher haben wir auch noch die ansteckende Grippe hier. Lass mal. Wo ist jetzt mein Handy? Jetzt muss ich mein Handy so zu den rufen. Schauen Sie mal im Vielleicht ein Traktor nach. Traktor. Ja, da klar, muss ich mal gucken. Ah, da hören das Strack jetzt. Nicht, dass der jetzt hier flüchten geht. Ich verstehe den eh kaum, ne? Ja, als wenn er ein Taschentuch im Mund hat, weißt du, so ein ganz komisches. Ja.
Aber Gustav, das ist bestimmt die Taschentuchkrankheit. Ja. Herr Kaigold, haben Sie was dagegen, wenn wir uns hier ein bisschen auf Ihren Hof umschauen? Ja, solange mir jetzt mein Ruheland, solange ich da eine weiter schlafen kann, ist das mir gleich. Nein, 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 nein. Sie müssen jetzt bitte erstmal so lange warten, bis Ihr Kollege da ist. Ja, der ist gerade nicht mehr gegangen. Vielleicht Gut, kommt er wir ja. behalten Sie im Auge, dann machen Sie gerade hier Ihr Silo hier fertig. Und wie gesagt, rufen Sie Ihren Kollegen bitte an, Ja. dass wir hier gleich Der ein kommt Gespräch da. führen können. Wir schauen uns in der Zeit um, wenn das in Ordnung ist. Ich glaube, der kommt aber gerade her, der ist aber nicht mehr gegangen. Genau, wie gesagt, na, wenn er gleich da ist, dann machen Sie bitte Pause. Ja. Komm, Gustav, Dieter, wir schauen uns um. Ja, Dieter, Gustav. Guck mal, was hat er denn hier für Ey, und sag mal, Beleuchtung? ist das ein Vollhonk? Kannst du eigentlich nicht gucken, wo du da laufst? Herr König Köckel, mussten Sie das jetzt wirklich sein? Musste es wirklich sein, dass Sie vor meiner Nase mit Ihren dicken, fetten Reifen entlang fahren? Sie wussten doch, dass wir hier kontrollieren. Du bist daher nicht gestanden, bist mir vor der Karre gelaufen. Herr Kaigold, wir können es auch ganz anders da machen. Wir können Sie gleich direkt ins Polizeiauto verschaffen und dann ist gut. Ja, wir mussten halt ja jetzt weiter schaffen. So, fahren Sie bitte vorsichtiger beim nächsten Mal. Ja. So, komm, Dieter. Ja, warte mal, erstmal muss der da mal weg von mir. Ich habe echt Angst um meine Nase. Na komm, lassen wir da ein bisschen schaffen. Ich meine. Ja, hinterher müssen wir da noch. Aber guck mal hier, das gefällt mir alles so nicht, ne? Was ist das denn hier? Haben die überhaupt eine Genehmigung, so ein Teil auf dem Dach zu haben? Oh, warte mal, warte mal. Nee, eigentlich nicht. Dann müssten wir mal kurz die Stadt anrufen und die Stadt mal nachfragen. Ja, mal nicht nur das, das Auto muss eigentlich hier weg, ne? Weil hier ist Eingang und wenn es hier irgendwie brennen sollte, kann man nicht irgendwas machen. Das ist hier zugestellt. Das geht schon mal gar nicht. So. Ja gut, da hast du aber eins nicht vergessen, Gustav. Das ist, denke ich, nun nur für Personal. Also das steht jetzt auch nicht irgendwie Rettungsgasse oder so, ne? Nee. Ja gut, komm, lass uns weitergucken. Herr Kaigold. Ja? Ja, können wir Ihnen weiterhelfen? Oh, guck bloß, was ihr schafft. Aber Herr Kaigold, gut, dass Sie da sind. Wir haben eine Ich andere soll es kein Frage. Geld. Das ist gut, Herr Max, machen wir es so. Haben Sie eine Genehmigung für das Fahrzeug plus die Genehmigung, dass Sie dort eine gelbe Leuchte auf dem Dach haben? Ich habe einen Führerschein für das Auto. Und für die Fotzel da oben ist, weil ich Stromarbeiter bin. Weil ich Wunder. muss ja meine Net an meine Netze umeinander. Und Guten wenn ich Tag, Herr da was brauche. Bürgermeister. Guten Tag, Wir Herr machen mal hier König. gerade Kontrolle bei Ihnen auf dem Hof und wir stellen uns gerade die Frage, ob Sie eine Genehmigung haben für diese rosarote Puffleuchte da auf dem Dach. Also, die braucht man keine Genehmigung, weil das ist ja erstens steht der Karre gerade auf dem Privatgrundstück, da brauche ich keine Genehmigung für die Funzel. Und zweitens brauche ich das für das Netz, für Stromnetz. Genau, das ist. Für Stromnetz braucht man nicht so eine Puffbeleuchtung auf dem Dach. Das müsste bitte mit der Stadt abgesprochen werden. So dürfen Sie mit dem Fahrzeug nicht fahren. Das müssen wir stilllegen. Ja, das steht auf meinem Grundstück, da darf das so sein. Das schon, Verbunden aber darf dann das kommen da die sein. Nummernschilder ab. Da darf ich nur So. ein Schild laufen. Herr Müller, sprich Herr Bürgermeister. Ja. Wir sind so ein bisschen aufmerksam auf Sie geworden, weil Sie so viele Fahrzeuge hier haben. Ja, die Und brauchen wir. Wir müssen die auch verleihen. Und die brauchen wir einfach, um den Kunden die. das kann ja auch sein. Wir möchten aber ganz gerne, oder wir wurden angehalten, hier einmal zu überprüfen, ob auch alle Fahrzeuge angemeldet sind. Können Sie gerne machen, ja. Zahlen Sie Hundesteuer? Was? Die Hundesteuer? Ja, Ja, zahlen ja. Sie. Die zahlen wir ja. Okay, es kann Die sein, dass wir Hunde? da Papiere von Ihnen sehen möchten. Ja, die können Sie bekommen. Haben Sie was dagegen, dass wir hier uns auf dem Hof weiter umsehen? Ja. Solange Sie die Arbeit nicht stören, können Sie das gerne machen. Aber wir müssen jetzt unbedingt mit der Ernte weitermachen. Wir haben keine Zeit. Ja, wenn uns was verdächtigt vorkommt, dann werden wir uns definitiv bei Ihnen melden. Ja, dann können Sie uns ja anrufen. Genau, und sollte irgendwas verdächtig sein, dann müssen Sie eh wieder hierher kommen. Ja, okay. Gut, das heißt, wir schauen uns weiter um, Dieter.
Ja, warte mal, Der Gustav, Chris, der Dritte, Herr der. Müller. Bitte. Und Sie können schon mal eigentlich die Papiere zurechtmachen. Wir möchten gerne Ihre Kassenbücher sehen. Ob auch wirklich dort alle Fahrzeuge, die Sie eingekauft haben und verkauft haben, auch alles ordnungsgemäß eingetragen sind. Ansonsten, wenn nicht, müssen wir das Zollamt informieren oder das Finanzamt und die würden dann nochmal extra rauskommen und das kontrollieren. Dann sollen wir gleich für jedes Fahrzeug das Fahrzeugpapier geben, Ja, oder? die müssen ein Fahrtenbuch führen, an wen sie das verliehen haben. Sie müssen ein Kassenbuch führen, Herr Müller. Und Sie sind Bürgermeister. Und wenn Sie das Kassenbuch nicht machen, dann muss ich stark davon ausgehen, dass Sie ein Geldwäscher sind. Was? Ich hol mal die Ordner da drinnen. Gut. Wir schauen uns hier um und ich würde sagen, wir sehen uns dann später. Oder wir hören Ja. uns. Können Ja. eigentlich über den Hund verschießen, der so die ganze Zeit fut. Wer ist Gut, dann tot? lassen Sie sich, die sollen sich um den Hund kümmern. Wir müssen mal weiter hier gucken, ne? Genau. Also, wir hören uns. Ja. Oh, Peter. bis dann. Tschüss. Channel switched. User joined your channel. So, dann lass uns mal hier umschauen. Ja, aber Gustav, komm mal her. Mir ist gerade was bei den. Ach, wo bist du denn schon? Ja, da. Neben dir. Mir gerade was aufgefallen mit dem Kassenbuch. Wir müssen mal definitiv das Zollamt anrufen, weil da ist was koscher. Da hat ganz komisch reagiert. Hast du es gemerkt? Genau, da wollen sie ganz schnell hier nichts mehr von wissen, ne? Ja, deswegen. Also denk mal mit dran, dass wir nachher das Zollamt mal anrufen und denen mal sagen, die sollen mal hier rauskommen und kontrollieren. Machen wir. So, jetzt lass uns mal hier gerade weiter umschauen. So. Das könnte der schiefe Turm von Equisa sein, von meiner Großmutter, so wie der hier steht. So, ist hierfür, da müssen wir mit der Stadt reden, ob hier eine Anmeldung für vorliegt. Hat überhaupt ein Kennzeichen dran? Der hier hat ein Kennzeichen. Ja gut, wenn der hier noch auf dem Hof genutzt wird, dann braucht er eigentlich kein Kennzeichen, ne? Nee, nee, auf dem Hof nicht. Das Hof darf er ja, solange wir ihn nicht damit auf der Straße rum erwischen, ist es okay. Also Hof darf er ja. So, lass uns mal hier gucken, ob hier irgendwelches Öl auslaufen kann. Na. Ich hoffe, dass die hier nicht die Fahrzeuge schmieren, fetten oder ölen. Ansonsten müssten die hier eine Fläche hinmachen. Ja gut, aber dann müsste sich bloß, dann müssen wir dann die Stadt informieren. Dann muss die Stadt eigentlich nochmal rauskommen und auch nochmal hier kontrollieren, ob das ordnungsgemäß alles ist, ne? Ja, gut. Dann lass uns mal weiterschauen, weil die haben ja hier zwei Höfe. Hier hinten geht's ja weiter. User joined your channel. So, hier scheint nichts zu sein. Nee, was ist das Weiße denn hier? Das sieht doch wieder nach Kokain aus. Das gut. Ich Ja. habe jetzt daheim sind die Ordner und daheim ist die Genehmigung für die Fonze. Ja, dann können Sie uns das bitte ins Auto legen. Wir gucken uns das gleich an. Wo ist Ihr Auto? Dieter, wo ist das Auto abgestellt? Da Da vorne. vorne. Steht der Laden offen? Wollen So. Sie nicht noch gleich sagen, dass der Schlüssel steckt, Gustav, du Vollhonk? User joined your channel. Lass mal hier gerade noch gucken. Moin, die Herren. Hallo, Herr Schröder. Kann ich eben dem Herr Keugeld eben sprechen? Ja, klar. Herr Keugeld. Ja. Ich würde Ihnen einmal den IHC vorbeibringen. Wo sind Sie? Ich bin Ja. hinter Ihnen. Ah ja. Wollte Ihnen den einmal vorbeibringen, ich krieg da noch 2000 Euro von Ihnen. Das machen wir gleich. Und ja, dann würde ich Ihnen den einmal abladen und ja, dann haben wir das Thema schon mal abgehakt. Wo muss das Geld, ne? Einmal an die Stadt, EGM-Händler. Herr Schröder, da wo Sie gerade hier sind, ne? Okay. Jo. Zwei Fragen. Wissen Sie, ob der Hund hier angemeldet ist? Wird da Hundesteuer gezahlt? Da müssen Sie den Bürgermeister fragen. Ja.
Gut, Leute, ihr seht, wir sind hier am Ende der Folge. Das heißt jetzt, wir verabschieden von uns von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und etwaige Fehler oder sonst irgendwas sind zu entschuldigen. Hier habt jetzt auch noch der Franz Schröder und der Keugold, wenn man ihn besser versteht. Leider was zu sagen. Dieter, du als erstes, hau raus. Ja, ich danke euch wieder fürs Zuschauen, auch wenn ich krank in der Birne bin. Bis dahin, wir hören uns, wir sehen uns. Und Leute, vergesst nicht eins: Tut eure Dosen gut sichern, weil die Krankheit, die ist extrem, ne? Also bitte sperrt euch alle ein. Herr Schröder. Jo, ich wollte auch einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen zwei Verrückten rein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss, tschüss. Und Herr Keugold, Geld. Ja, nix zum Sa. Okay, das heißt, wir sind raus. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.